Ich bin Performance-Management-Expertin, das heißt, ich kenne mich sehr gut aus in den Möglichkeiten und was es braucht, damit Leute überhaupt in Handlung kommen und auch in Handlung bleiben. Und ich möchte gerne in meiner Präsentation dies auch fokussieren und Ihnen aufzeigen, auf was es drauf ankommt. Ich werde also etwas zur menschlichen Performance sagen. Ich werde Ihnen zeigen, was es braucht, den Wandel zu begleiten. Und was heißt auch, Wandel bedeutet Veränderung. Ich möchte Ihnen in der Präsentation die 4R des Gender Mainstreamings als mögliches generisches Modell vorstellen, wie auch die 7 Schritte des Wandels. Was es dann als ersten Schritt daraus heraus braucht, nämlich eine Koalition zu bilden, ist auch noch so ein Aspekt, den ich mitgeben möchte. Und dann als Überleitung einerseits in das Podium, aber andererseits dann vor allem auch für die Allianzbildung und für die Zusammenfassung in den Ideen, was können Sie tun, nämlich jetzt. Performance Management, Neudeutsch, beziehungsweise auf Deutsch Performanzwartung oder besser verständlich Handlungsfähigkeit unterhalten. Und ich möchte das auch so verstehen oder verstanden wissen, unterhalten im Sinne von etwas begleiten, unterstützen, stärken, aber auch unterhalten im Sinn von Unterhaltung, dass es Spaß macht, Freude macht, dass es auch eine Sinnhaftigkeit hat, die es braucht, um überhaupt in Bewegung, in Aktion zu kommen und in Aktion zu bleiben. Das heißt, anders noch ausgedrückt, Menschen brauchen, damit sie etwas tun können, braucht es das Können, es braucht ein Wollen und es braucht ein Dürfen. Können heißt, ich muss die Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, einerseits in meiner Anlage als Mensch, aber auch ich muss gebildet werden, ich muss mich entwickeln können, ich muss eine Ausgangslage haben und Rahmenbedingungen haben, in denen ich mich bewegen kann. Wollen heißt, ich muss auch Interesse daran haben. Es wurde vielfach auch gesagt, quasi der Mensch, der bewege sich nur, wenn es eine große Krise gäbe und wenn der Mensch quasi die Not hat, etwas zu tun. Und das stimmt nicht ganz. Es stimmt auch, aber es heißt auch, Menschen, wenn etwas sehr lustvoll ist und vielleicht hier die Anmerkung Sex sells, das ist nicht eine Negativmotivation, sondern eine Positivmotivation. Das heißt also, wenn etwas besonders lustvoll ist, besonders Spaß macht, dann wollen wir es auch. Und das Dritte noch, das Dürfen, das ist ganz ein wichtiger Faktor. Das heißt, wenn die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, dann kann ich noch so sehr können und wollen. Aber wenn ich nicht darf, dann nützt mir das gar nichts. Und das sind so das Abgestecktsein, wie es sich heute darstellt. Nämlich, wir haben zwar erkannt und wir können schon ganz viel und wir wollen das auch, aber es fehlt noch an den Rahmenbedingungen, wo wir das dann wirklich auch anwenden und ausleben können. Und diese Rahmenbedingungen sind dreifaltig. Das heißt, einerseits ist es Struktur, das heißt Organisation und Planung, also Rahmenbedingungen. Dann ist es ein Inhalt, nämlich der Inhalt, die Themen, die wir hier jetzt auch in den letzten Tagen gehört haben, über die wir diskutiert haben. Und es braucht aber auch die sogenannte Beziehungsgestaltung, nämlich die Frage nach, wer übernimmt welche Rolle, wer hat welche Aufgaben, wer verhaltet sich wie miteinander. Und da sind wir ganz stark auch in der Wertediskussion drin oder überhaupt in den Austauschen und sich unterhalten über, welche Werte teilen wir denn? Welche Werte wollen wir verfolgen? Und daraus abgeleitet, was für Normen geben wir uns und was für Regeln und dann wieder auch Strukturen geben wir uns. In der Podiumsdiskussion von vorhin wurde das auch erwähnt, diese Dreifaltigkeit, nämlich Martin
Martin Klöti sagte sehr die Herzensbildung und spielte da auf die Beziehungsgestaltung, auf die Beziehungsarbeit auch hin. Und mit Beziehungsarbeit meine ich wirklich das Austauschen über, wie gehen wir miteinander um, was wollen wir gemeinsam erreichen. Dann Karl Wagner sprach von dem eisernen Gebäude, das so starr ist, nämlich eben die Struktur. Und Christoph Pfluger mit der Totalinitiative einen Inhalt, eine neue Veränderung antreiben, die als Thema wirken könnte, um dort Schwung in die ganze Angelegenheit zu bringen. Wenn ich von Wandel spreche, dann heißt das, es braucht eine Neuorientierung. Und bei Neuorientierung hat in sich immanent, dass es mit Veränderung zu tun hat. Und Veränderung ist nie etwas Bequemes, Lustiges für uns Menschen, sondern wir mögen es eigentlich, wenn es bleibt, wie es ist. Und Veränderung bedeutet für uns Krise. Jetzt im Chinesischen ist es so, dass das Wort Krise aus zwei Zeichen besteht. Die zwei Zeichen bedeuten einerseits Gefahr, aber andererseits auch Chance. Und das ist auch im Mensch immanent, dass der Mensch umgehen kann mit diesen beiden Aspekten. Das heißt, er ist nicht einfach nur entweder egoistisch oder altruistisch, sondern der Mensch ist auch in der Lage, sich in einem Spannungsfeld stehende Aussagen oder Elemente vereinen zu können, mit denen umgehen zu können. Dass das möglich ist, braucht es aber eben diese, wie ich das nenne, die Beziehungsgestaltung. Das heißt, wir müssen uns darüber unterhalten und wir müssen uns darüber explizit unterhalten, wie wollen wir denn umgehen miteinander, was sind denn wirklich unsere Werte. Und wir müssen das auch ausdeutschen, eben explizieren, weil wir ganz unterschiedliche Wahrnehmungsfelder haben, ganz unterschiedliche Standpositionen haben und wir glauben jeweils, wenn wir es ja gesagt haben, dann verstehen wir auch, was wir gemeint haben. Und dem ist nicht so. Also das ist so wie ein Trugschluss in der Kommunikation, dass wenn ich etwas benannt habe, etwas gesagt habe, dass es dann auch klar ist. Dadurch müssen wir aber das eben ausdeutschen und dann können wir besser auf den miteinander verstehen und auf den Punkt kommen, um was es geht. Und auf den Punkt kommen möchte ich jetzt auch, indem ich Ihnen aufzeige, was so generische Modelle sind, die uns anleiten können, um in der Vielfalt der Orientierung die Orientierung nicht zu verlieren. Das 4R-Modell des Gender Mainstreamings besagt, dass wir die Rechte verankern müssen, für besorgt sein für Ressourcen, die Repräsentation, die auch die Realität in Betracht ziehen. Das heißt, wir müssen rechtlich verankern, was die neuen Werte sind. Wir müssen rechtlich sicherstellen, dass dort die Rahmenbedingungen eben für das Dürfen gesetzt werden. Die Ressourcen, wir brauchen Ressourcen für die Umverteilung. Und wir brauchen Öffentlichkeitsarbeit, um mehr Dynamik, also das, was auch Martin Klöti gesagt hat in Bezug auf die kritische Masse, da braucht es die nötige Repräsentation, die durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden könnte. Und die Realitäten heißt, dass dann auch die größere Menge der Leute das in ihrer Realität verankert sieht, braucht es Entwicklung und Inklusion der neuen Ansätze. Ein Wegbegleiter ist die Abfolge des Schritte des Wandels, das heißt, die Dringlichkeit erkennen, das ist so wie ein roter Faden, den man folgen kann, um vor lauter den Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen. Dringlichkeit erkennen, ich glaube, das ist geschehen, nicht zuletzt mit dieser Veranstaltung, dann Koalitionen bilden und in diesen Koalitionen bilden, dass man sich nicht verliert, immer wieder auch darüber sich im Klaren werden, was vertreten wir denn eigentlich.
aus den Koalitionen hinaus Aktionspläne explizit erstellen mit klaren Zielsetzungen und dann diese quasi mit gesicherten Ressourcen abarbeiten. Und wie ich schon gesagt habe, Bildung und Entwicklung, damit sich das breit abstützt, ist ein wichtiger Punkt. Erst dann, wenn diese, und das ist ein Kreislauf, das ist nicht einfach eine einmalige Angelegenheit, sondern eine repetitive und vor allem auch auf verschiedenen Ebenen, so wie Manuel ausgeführt hatte, ist das nicht einfach nur eine Sache, ob bottom-up oder top-down, sondern das ist eine Frage, dass sich die beide verzahnen und durch diesen Ansatz, den ich versuchte aufzuzeigen, kann die Verzahnung stattfinden, dass eben die Diskussion explizit geführt wird über, wie packen wir das an, was haben wir für ein Verständnis darüber und dann das auch ausformulieren können. Das heißt für die Allianzbildung, dass es einerseits Engagements für die operativen, also für die quasi täglichen Ausführungen und Umsetzungen der Ideen anbelangt, aber auch in Bezug auf eine taktische, strategische Ebene, dass dort eine Regiegruppe gegründet wird, die dann all die einzelnen Aktivitäten für wichtige Meilensteine bündeln kann und sowie ein Empfehlungsdrehbuch abgeben kann, um die vor lauter Bäumen den Wald nicht aus den Augen zu verlieren. Ich möchte jetzt an dieser Stelle soweit schließen, um dann in die Podiumsdiskussion zu gehen, wo ich gerne auch noch das eine oder andere ausführe, um dann nachher auch den Anschluss zu machen für die Allianzbildung. Dankeschön.